Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Bei mir sitzt Alfonso Padilla. Herzlich willkommen. Guten Morgen, herzlichen Dank. Ich freue mich vor allem, dass du meinen Namen richtig ausgesprochen hast. Gell, ich habe ja auch eben ganz gut zugehört und ich dachte mir das schon, da du ja kubanischen Ursprungs bist, ne, wird das nicht mit Doppel-L ausgesprochen, Padilla, wie es viele sagen, ne, sondern Padilla. Ja, mittlerweile sage ich auch Padilla. Sagst du auch? Ja. Nach 32 Jahren in Deutschland checkt das schon. Komm, pass auf, ich heiße Padilla, ist okay. Ja. Und Alfons passt auch, ne? Ja, genau. Mit G am besten. Also Alfons. Alfons, genau. Normalerweise stehst du in deiner Praxis wahrscheinlich im weißen Kittel, nehme ich mal, oder? Ja, mittlerweile habe ich verschiedene Farben. Ich habe mittlerweile schwarz, ich habe blau und weiß, ja. Aber dann du bist Zahnarzt, ne? Um es den Leuten mal, die dich nicht kennen, zu verraten, ne? Ja. Blau, schwarz, ist das dann je nach Operation oder was? Nee, gar nicht. Ist auch mal rot mit dabei, da muss man achtsam sein. Ne? Ja, er kommt im roten Kittel, damit man die Flecken nicht sieht nach der OP. Tatsächlich denke ich gerade über den rosafarbenen Arbeitsuniform. Natürlich, dafür fahre ich am Wochenende nach Berlin und gucke mir die Farbproben, also die Musterproben an, weil mein Uniform ja von Prada ist. Und genau. Wer kann, der kann. Ich bin ein bisschen auf erfährt für seine Arbeitskleidung extra nach Berlin für die Farbprobe. Ich bin tatsächlich der Einzige auf der ganzen Welt mit einem Prada, selbst von Prada gemachten Uniform, Arbeitsuniform. Wir sind mittendrin in der Stunde Chef on Air hier bei Radio Frankfurt. Und die ging schon mit einem richtigen Kracher los, Alfonso. Alfonso Padilla sitzt hier bei mir. Viele kennen dich unter Padilla, ne? Ja, richtig. Alfonso Padilla. Du hast deine Zahnarztpraxis in der Goethestraße, ne? Richtig, ja. Seit 7 Jahren jetzt. Seit 7 Jahren? Ja. Ist doch eine der teuersten Straßen hier in Frankfurt, oder? Ja, definitiv. Also die Mieten sind auf alle Fälle die teuersten in Frankfurt. Ja, darfst du verraten, was du bezahlst an Miete pro Monat? Fast 10.000. Fast 10.000? Ja. Und da musst du aber lang musst du viel arbeiten dafür. Lang für Goldzähne heimlich auspflücken. Ja, 18 Gehälter noch dazu. 18 Gehälter? Ja, klar. Das ist eine große Praxis. Ich habe noch 2 angestellte Zahnärzte, die mit mir arbeiten und natürlich eine ganze Menge noch anderes Personal. Ja, ja. Was kommen für Patientinnen und Patienten zu dir? Nur die Hot-Volée von Frankfurt? Wahrscheinlich nicht, oder? Alles Mögliche. Ja, ich habe Leute aus Hollywood bei mir, ich habe Leute aus Saudi-Arabien bei mir, aus Kuwait, ich habe aber auch die Studenten aus Frankfurt. Ja, das ist eine bunte Mischung und ich mache da tatsächlich auch keine Unterschiede. Ja. Du haust ja hier einen nach dem anderen raus. Du hast Patienten aus Hollywood? Ja. Darfst du drüber sprechen? Oder? Nein. Dann musst du mir bei Instagram folgen. Da steht es drin. Ach, die dürfen es lesen. Manchmal. Also gerade habe ich einen Patienten, der ist in Berlin und macht den 4. Teil von John Wick mit Keanu Reeves. Alright. Und hat schon 2 Oscar gewonnen für Kostümdesign und der lässt sich dann gerade bei uns die Zähne machen. Das darf ich erzählen. Der lässt sich bei dir die Zähne designen. Ja, genau. Bis Ende August ist er hier. Dann gehen die noch nach Osaka, wo der Film zu Ende gedreht wird. Und bis dahin sind wir fertig. Aus Kuwait und Saudi-Arabien auch? Ja, das ist natürlich jetzt durch die Corona-Krise natürlich sehr stark zurückgegangen. Die Woche hatte ich da wieder einen saudischen Patient. Das ist, glaube ich, das erste Mal seit Ende 2019. Ja. Aber davor ja. Sehr starke. Warum kommen die zu dir in die Goethestraße? Tatsächlich kommen auch sehr viele von denen nach Deutschland für medizinische Behandlung. Mhm. Das deutsche Gesundheitssystem hat ja tatsächlich im Ausland einen extrem guten Ruf, gerade in den orientalischen Ländern. Und ich möchte auch behaupten, es ist eine richtige Industrie. Ja? Es gibt Leute und Firmen, die tatsächlich davon leben, solche Leute hierher zu bringen und halt zu den richtigen Ärzten. So eine Art Agentur oder was? Ja, wie Agenturen, tatsächlich. Bist du in dieser Agentur drin? Nein, gar nicht. Die kamen irgendwie auf mich zu. Die Patienten sind in der Agentur. Ja, genau, richtig. Okay. Und es geht ja grundsätzlich meistens so um Krebsbehandlungen, orthopädische Behandlungen, Magenverkleinerung, so ein bisschen größere Sachen, allgemeinmedizinisch, aber öfters gibt es ja immer Patienten, die auch die Zähne machen wollen, die aber auch, wenn sie hier sind, Zahnprobleme bekommen. Zahnschmerzen. Wenn sie so viel Handkäse mit Musik haben und sich die Zähne auch nicht gepflegt. Was ist dein Spezialgebiet? Warum kommen die Leute zu dir? Weltweit. Generell, wir machen ja generell also allgemeine Zahnmedizin. Wir haben uns auch so ein bisschen auf Vinier spezialisiert. Was diese Keramik-Verblendschalen. Mhm. Ja.
Wir machen auch sehr viele Nikos-Behandlungen. Nikos sind ja Osteonekrosen im Kieferknochen, genau. So reagieren das? Auch die meisten Zahnärzte, wenn sie das Wort hören. Gibt es nämlich auch nicht viele, ne? Du bist einer der ganz wenigen, die ja, sich richtig. Auf Nikos... Ja, richtig. Das machen wir, glaube ich, sind nur drei oder vier Behandler in Deutschland, die sich mit dem Thema Nikos auseinandersetzen. Nikos ist, kommt aus dem Englischen, Neuralgie-induzierende, kapitätenbildende Osteonekrose. Wurde in den 90er Jahren entdeckt von Professor Bucot in den USA und prinzipiell wurde das in dem Zusammenhang gefunden, dass man Patienten mit Trigeminusneuralgie, Gesichtsschmerzen, Kopfschmerzen untersucht hat und man hat irgendwie bei Leichenstudien herausgefunden, dass viele von denen im Kiefer eine Verschmelzung, eine Abschmelzung des Knochen hatten und daraufhin entstand die Forschung und darauf haben wir uns auch spezialisiert. Also es kann sein, wenn ich jetzt starke Kopfschmerzen hätte, dass das von den Zähnen herkommt oder von der Verschmelzung. Richtig. Meistens da an der Stelle, wo früher die Weisheitszähne waren, nachdem man sie gezogen hat, entsteht halt praktisch durch Mangelernährung, Vitamin-D-Mangel. Ich meine, die meisten Weisheitszähne werden ja im postpubertären Alter, im jugendlichen Alter gezogen und wer denkt da an Vitamin-D-Gehalt? Ja? Keine Ahnung. Ja, genau, richtig. Wahrscheinlich heute auch noch nicht. Ich habe meine Weisheitszähne noch. Ja, du hast die noch. Ja, ja. Und in der Regel ist ja so, dass durch Mangelernährung und Schwächen im Immunsystem lokal der Knochen an der Stelle nicht richtig heilt und eine fettige Masse entsteht. Und dieses fettige Gewebe produziert eine ganze Menge Giftstoffe, ja, die Schmerzen verursachen können, aber auch viele allgemeine Erkrankungen und aber auch chronische Erkrankungen, die schon vorhanden sind, verstärken können, wie Hashimoto, Borreliose-Patienten leiden sehr darunter, etc. Also wenn ich dir auf Instagram folge, dann weiß ich auch, welche Hollywood-Stars zu dir kommen, ja? Nicht alle, aber manchmal, wenn du Glück hast. Ja. Darf man das mal? Manchmal darf ich das. Wie heißen deine Kanäle, damit die, die Instagram haben, ich nämlich nicht dir folgen können? Ja. Doc Padilla, ganz einfach. Doc Padilla. Oder Doc Padilla. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert ihre Mittagspause. Alfonso Padilla sitzt hier bei mir, hat eine wunderbare Zahnarztpraxis in der Goethestraße hier in Frankfurt. Und jetzt wollen wir darüber sprechen, worüber wir schon im Opener um 12 gesprochen haben. Du hast nicht nur einen weißen Zahnarztkittel, du hast auch einen schwarzen und einen blauen. Und, jetzt will ich pink. Nur du willst noch pink haben? Ja. Und die sind nicht von irgendwem, die sind von Prada. Echt jetzt? Ja, die Geschichte ist sehr interessant. Ich habe kurz vor der Corona-Krise habe ich einfach angefragt. Und dann hieß es irgendwie, nö, machen wir nicht. Das du hast angefragt, könnt ihr mir einen Zahnarztkittel? Ja, genau. Das ist Uniform. Wollte ich eigentlich schon ganz, ganz lange schon. Als Student habe ich irgendwann vor dem Prada-Laden gestanden, habe ich gedacht, irgendwann habe ich eine Uniform. Dann meinte gerade damals so ein Examenskollege von mir, du hast sie nicht alle. Wer bist du? Ja? Genau. Warum sollen die das machen? Ich so, ich schaff das. Ja. Ja. Und ich habe dann irgendwann angefragt vor der Corona-Krise und dann hieß es, nee, das machen wir nicht, das Haus macht das nicht, das ist so unseriös. Ja. Unseriös? Ja, ist halt, okay, ist halt nicht High Fashion. Ist halt kein Mode. Genau. Und dann habe ich aber nochmal insistiert und dann hat der Oliver Richter, der Made-to-Measure-Chef hier in Deutschland, da war mal in Frankfurt und dann sagte, okay, finde ich eine coole Idee. Ich bin mir sicher, die sagen nein, aber ich frage mal nach. Dann hat er bei Prada Deutschland gefragt, das ist in München, die fanden die Idee cool, aber auch überzeugt, dass die Antwort nein sein würde, haben die Mailand nachgefragt. Und das Designteam in Mailand im Headquarter fand das eigentlich ein ganz interessantes Projekt und waren auch sehr happy, mal was anderes machen zu können. Haben aber auch alle gedacht, die Chefin sagt nein, die Mircea Prada. Mhm. Die Zeit verging, weil Corona hat uns natürlich alle einen Strich durch die Rechnung gezogen. Ja. Und irgendwann Anfang des Jahres bekomme ich eine Nachricht über WhatsApp, über Instagram von einem Signore Pesce. Mhm. Der fragt mich dann irgendwie, wie hat dir mein Design gefallen? Und nicht so, wovon, what are you talking about? Ja, wovon reden wir denn hier? Ja, ja. Da meinte er, ja, ich bin der Director für Menswear Design bei Prada. Und, ich bin die rechte Hand von der Chefin seit 17 Jahren und wir finden dich so obercool und finden deinen Instagram so cool und hatten echt richtig Lust drauf.
Ich habe schon mal das Design gemacht und einen Tag später hatte ich einen Call, ein FaceTime-Meeting und dann habe ich praktisch das Design vorgestellt bekommen, die Farben, haben wir ein bisschen alles abgeklärt. Ich wollte die eine blaue Farbe haben, dann hieß es, nee, das wird es nicht geben, weil die gibt es halt nicht im Hause. Das Haus besitzt nicht diese Farbe, die du exakt haben willst. Dann habe ich gesagt, ja, frag doch mal nach. Dann hieß es, die Chefin wollte praktisch eine PowerPoint-Präsentation haben über mich, um zu entscheiden, ob sie mir halt praktisch das macht. Ja. Dann dachte ich, okay, auch wenn sie Nein sagt, du hast gewonnen. Ja, bitteschön. Wer kann denn behaupten, er war schon auf dem Schreibtisch von Frau Mütjapava. Voll geil. Und vier Wochen später hatte ich einen Anruf und dann hieß es, ja, selbst die Farbe, die du haben willst, die nicht existiert, die Chefin hat gesagt, wir sollen den Stoff färben. Wir sollten die Farbe praktisch mischen und den Stoff für dich färben. Und so hat sich das ergeben, dass ich dann vor 2 Monaten mein Uniform hatte plötzlich da und das war für mich herzlichen Glückwunsch. Sensationell, ja. Da lacht das ganze Gesicht, der ganze Körper. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Also einen erstmal oder alle da? Nee, ich habe einmal ein komplettes in Weiß, ein komplettes in diesem Blau und einmal in Schwarz. Und jetzt will ich natürlich ein bisschen mehr. Aber nur für dich erstmal, nicht für die anderen Mitarbeiter? Nee, nur für mich. Es wäre sonst zu teuer. Was kostet so einer? Ein Oberteil liegt schon bei 600 Euro. Okay. Ja. Wer kann, der kann, ne? Ja. Aber was für eine geile Geschichte, Mensch. Und du hast schon eben Instagram erwähnt, dass sie dich über Instagram sehr interessant fanden. Du hast mit Facebook und Instagram und so weiter fast 20.000 Follower. Fast 20.000 Follower, ja. Was macht dich noch so interessant? Ich weiß ja ein paar Geschichten, aber erzähl zum Beispiel mal die vom Opernplatz. Die Geschichte vom Opernplatz, das kam ja auch im Zuge von Corona letztes Jahr. Mhm. Wir wissen ja alle, wie es am Opernplatz dann ausgesehen hat. Immer samstagsmorgen, sonntagmorgen. Ja. Genau, es war echt ein Saustall. Und irgendwann postete ein Freund von mir ein Foto samstagsmorgen auf Instagram, der sich sehr darüber aufgeregt hat, wie es auf dem Opernplatz ausgesehen hatte. Mhm. Und ich meinte auch irgendwie so, ja, man kann sich auch lange darüber aufregen und man kann was dagegen machen. Mhm. Man hat nur diese zwei Möglichkeiten oder es einfach ignorieren. Und das kann ich nicht. Ich bin ja auch Nachbar, meine Praxis liegt ja praktisch daneben. Mhm. Und ich bin ein Bürger dieser Stadt. Die Stadt Frankfurt war schon immer eine Stadt der Bürgerinitiativen, ob es der Städel ist oder ob die alte Oper ist, ob der Eisener Steg, sind immer Bürgerinitiativen gewesen. Mhm. Und dann schrieb ich unten drunter, Leute, lass uns das mal wegmachen heute Abend. Wo ist denn das Problem? Nicht jammern, sondern machen, ja. Also du bist mit deinen Followern oder die gekommen sind, über den Opernplatz und hast sauber gemacht. Wir haben gekehrt. Dann kam noch eine Freundin von mir, die Sabine Schrameck, die bei der Frankfurter Neue Presse arbeitet. Mhm. Und dann hat die gesagt, ich kaufe Besen im Supermarkt. Ich bin dann zum Supermarkt gegangen, habe da 500 Müllbeutel gekauft. Mhm. Und dann haben wir uns Mitte Nacht bei mir vor der Praxis getroffen, 6, 7 Leute, und haben einfach angefangen, den Platz zu putzen. Was? Ja. Applaus von mir dafür. Voll geil. Super Aktion. Für mich nichts Ungewöhnliches. Ich meine, für mich übrigens auch nicht, weil es gibt so viele, die regen sich über Müll auf, der neben dem Mülleimer liegt. So, ach, guck mal, die Arschlöcher haben schon wieder was da hingelegt, statt es dann aufzuheben und wegzuschmeißen. Bruder, heb's auf. Wo ist denn das Problem? Ganz genau. Du brichst ja keine Perle von der Krone. Ja, und es ist unsere Stadt. So sieht's aus. Sehr schön. Ich sehe das auch so. Wir haben dann natürlich, mir lag es auch sehr viel daran, nicht nur den Müll wegzukehren, weil ich bin nicht bei der FAS, sondern auch die Leute mal so ein bisschen zu erziehen. Wir sind halt immer zu den jungen Leuten gegangen, wir haben denen die Müllbeutel in die Hand gedrückt und haben gesagt, bitte räumt mal euer Dreck weg. Ja. Das Wie kam haben die reagiert? Super. Okay. Super. Das kam sehr gut an. Die jungen Leute haben sich alle gefreut, dass irgendjemand, auch ältere Generation, aus der älteren Generation, durch den Platz läuft und denen mal eine Mülltüte in die Hand drückt. Ja, das Ganze eskaliert dann später, das wissen wir ja alle, mit Polizei und Gewalt und so weiter. Aber nicht durch eure Initiative. Nicht durch unsere Initiative. Nicht, dass es missverstanden wird. Nein, nicht durch unsere Initiative, definitiv nicht. Alfonso Padilla, ich freue mich sehr, dass du diese Stunde mein Gast bist. Der Chef on Air, Radio Frankfurt, verschönert ihre Mittagspause. Und der surft im Handy. Mensch, bist wie mein kleiner Sohn. Immer nur am Handy. Hast aber auch 20.000 Follower, die du halt auch ein bisschen bedienen musst. Die wollen ne? ja auch gepflegt werden. Natürlich. Alfonso Padilla sitzt hier bei mir, hat seine Zahnarztpraxis in der Goethestraße. Bist seit 30 Jahren? Ja, ich bin 89 nach Deutschland gekommen. Genau. Nach Ostdeutschland, aus Kuba. Aus Kuba. Erzähl mal die Geschichte. Wie alt warst du da damals? Ich war gerade mal 18 geworden. Mhm. Und jetzt wissen wir auch, wie alt du bist. Ich bin 50. Okay. Ach doch nix. Oh, eine hässliche Zahl, ja. Ach Quatsch. Ja, ich war gerade 18 geworden, dann habe ich einen Studienplatz in der ehemaligen DDR gehabt. Mhm. August 89 gelandet, 3 Monate vor dem Mauerfall. Ja.
Und war auch in Berlin in der Nacht, wo die Mauer gefallen ist. Also du wärst, wenn die Mauer nicht gefallen wäre, dann hättest du dein Studium in der DDR zu Ende gemacht. Mauer, war ja. Nuklearphysik und dann ja. wäre ich... Was, Nuklearphysik? Ja, ja, ja. Ach du lieber und dann wäre ja, und dann wäre ich zurück nach Kuba gegangen. Mhm, okay. Ja, ich, es war ja so ein Projekt damals, die russische Regierung oder die Russen haben damals ein Atomkraftwerk in Kuba gebaut und es wäre praktisch dann fertig geworden, wenn ich fertig gewesen wäre mit dem Studium. Und du hättest also, dann für die Russen ein Atomkraftwerk in Kuba gearbeitet, oder? Ja. Okay. Das war der Plan. Okay. Aber zum Glück kam ja die Perestroika dazwischen, der Mauerfall. Hm. Ja. Und dann steckte ich in Deutschland, in Ostdeutschland erstmal. Erstmal, ja. Ja, bin dann nach dem Mauerfall, aber vor der Wiedervereinigung, es gab ja natürlich so eine Übergangsphase dazwischen, bin dann nach Westdeutschland, bin ich dann erstmal nach Frankfurt gegangen für ein Wochenende. Ich dachte, ich muss mir das mal angucken, den Westen. Für mich war der Osten, muss ich auch ehrlich zugeben, ein Paradies. Mhm. Ich kam aus Kuba ja, und verglichen mit dem, was ich kannte, war Ostdeutschland sensationell. Mhm. Es gab Supermärkte. Ich meine, es gab nur ein Käse, aber es gab Käse. Für den gemeinen Deutschen klingt das so, was? Kuba Nein. ist voll geil, aber wir kennen natürlich Nein. nur die Palmen und die alten Kuba Autos. Kuba ist voll geil, wenn man 14 Tage Urlaub macht mit einer schönen Mulatin auf den Schoß und eine Flasche Rum und zwei Zigarren. Ja, dann ist es, dann ist, Palmen, aber wenn du da für eine Toilettenpapierrolle zwei Tage strugglen musst, dann ist die Kuba nicht schön. Ja, ich hatte... Ich kam aus sehr armen Verhältnissen, sehr, sehr arme Verhältnisse. Mein Papa war sehr lange im Krieg in Angola. Es gab damals einen Stellvertreterkrieg in Angola. Da war er 5 Jahre abkommandiert. Meine Mama war alleine mit uns. Ja. Also wir waren eine sehr arme Familie. Ich war ja froh, dass ich dann diesen Studienplatz hatte in der ehemaligen DDR. Nuklearphysik. Wie kam es dann zum Zahnstudium? Also erstmal ganz kurz, du warst in Frankfurt. Wolltest du das genau, ich habe mir Frankfurt angeguckt. Da warst bin du ich gleich über, in Love mit Frankfurt? Mann, ich bin über die Kaiserstraße gelaufen, die heute ja nicht unbedingt die schönste Straße Frankfurt ist. Ja. Die Gebäude sind ja sensationell. Mhm. Und ich kann mich erinnern, die erste Erinnerung, die ich an Frankfurt hatte oder habe, ist ein indischer Brautkleidladen irgendwo. Das fand ich so sensationell farbig und so bunt und ich war total geflasht von Frankfurt. Mhm. Bin dann wieder zurück. 4 Wochen später habe ich nochmal versucht. Dann bin ich an der Grenze erwischt worden, war noch 24 Stunden im Knast. Ach du Scheiße. Die haben mich dann zurückgeschickt, haben meine Botschaft in Berlin angerufen. Dann haben die auf mich gewartet praktisch am Bahnhof in Jena, um mich abzukassieren oder einzukassieren. Ich bin abgehauen, habe mich dann noch 1,5 Jahre versteckt in den Bergen. Ernsthaft? Ja. Bei Freunden von mir, die ein Restaurant praktisch oben in so eine Ausflugsgaststätte hatten, außerhalb von der Stadt. Und da lebte ich 1,5 Jahre, bis da praktisch alle abgehauen waren und so weiter. Und dann bin ich nach Frankfurt wieder. Und hier habe ich sehr viele Jahre, was man halt so als halb illegaler oder auf Warten nach der Aufenthaltsgenehmigung Ausländer macht. Ich habe beim Pizza Hut gearbeitet, ich habe beim Wienerwald gearbeitet. Die ältere Generation kennt ja noch den Wienerwald. Ganz viele Jahre in Küchen gearbeitet, Kneipen, Bars, Diskotheken. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, ich möchte hier bleiben und dann möchte ich auch was daraus machen. Ja, ich will mich weiterentwickeln. Du warst schon einmal in der Uni, mein Abitur war nicht mehr anerkannt, also musste ich Abitur nochmal machen. Ja, weil plötzlich hieß es du hast ein kubanisches Abitur, du bist jetzt praktisch in eine neue Republik und hier wird ja nicht anerkannt. Also habe ich Abi nochmal gemacht und dann habe ich mich damals für einen Platz in der Zahnmedizin beworben. Dachte ich, ich kriege den nie. Damals gab es eine Ausländerquote, vor ganz vielen Jahren und es gab 1500 Bewerber auf diesen Platz, auf diesen einen Platz. Ja. Dann habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht und irgendwie nach 2 Monaten kam irgendwie der Brief. Du hast es. Und dann hast du das Studium mit Bestnote abgeschlossen, wie ich auf deiner Homepage gelesen habe. Bist ordentlich steil gegangen, hast jetzt seit ein paar Jahren in der Goethestraße deine Praxis und springst da mit dem Prada maßgeschneiderten Anzug durch die Gegend. Also, bisschen bizarr, aber ja. Nein, ich finde es voll geil. Ich freue mich sehr, 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 dass du heute diese Stunde mein Gast bist. Wir könnten stundenlang weiterquatschen. Zwischendurch müssen wir ein bisschen Musik spielen. Wir spielen jetzt erstmal was von Luna Bailando und danach Santana Maria Maria. Ich bin Marcel Iman. Freue mich sehr, dass wir wieder da sind. Nach 3-wöchiger Sommerpause und freue mich sehr, dass der Alfonso hier bei mir sitzt. Alfonso Padilla von seiner gleichnamigen Praxis hier in Frankfurt, vor 30 Jahren aus Kuba hierher gekommen, musste sein Abi nachmachen, hat in Kuba schon Abi gemacht und hier nochmal und beides mit 1,3. Jo. Streber. Die muss ich mir eintätowieren, die Zahl. Respekt und dein Zahnarztstudium auch mit Bestnote abgeschlossen, gell? Ja. Es war...
Zahnmedizin zu studieren war für mich nicht so einfach, wie es dich anhört. Ich wollte dich fragen, warum hast du dich für Zahnmedizin entschieden? Ich wollte schon immer Du warst ja erst, was war das? Nuklearphysik. Ja. Und dann Zahnmedizin. Ist ja nicht so nah beieinander. Nein, Nuklearphysik war eigentlich nicht mein erster Wunsch, sondern es war ja Zahnmedizin damals. Aber, ach, das war der erste Wunsch? Ja. Ach so, okay. Aber ich habe damals ein Internat besucht in Kuba für besonders schlaue Kinder. Ja, man musste halt hochbegabt, wie man es ja nennt, richtig. Ja. Man musste halt Aufnahmeprüfungen machen, durch den ganzen Aufnahmeprozess gehen mit sehr vielen Fachprüfungen und dann wurde man auch selektiert. Und meine Eltern wollten, dass ich da hinge. Ich wollte das auch, weil das wirklich die besten Schulen des Landes waren. Es waren 4 oder 5 über das ganze Land verteilt und da wurde praktisch die Wissenschaftselite gebildet. Ja. Und auch staatlich gefördert wahrscheinlich, ja, weil richtig, du kommst ja aus armen Verhältnissen. Exakt, richtig. Hast, ne? Wir hatten ja auch schon damals, ich meine, das sind die 80er Jahre, wir hatten Sprachlaboren. Mhm. Ja. Mhm. Das einzige Nachteil war, du musstest dich verpflichten, das zu studieren, was sie für dich bestimmt hatten. Und das war in deren Fall Physik. Ich war ja sehr gut in Physik. Und dann hieß es halt, du musst halt Physik studieren oder du studierst Physik, entweder in Havanna oder in der DDR. Und dann war für mich, ich war 17, da war für mich ja schon die Sache klar, ich gehe in die DDR. Das war die einzige Möglichkeit, damals die Insel zu verlassen. Und somit kam ich halt in die DDR, aber mit dem Wunsch auch wieder zurückzugehen. Ja, ich war ein Inselkind, ja, und wollte auch zurück auf meine Insel. Hab aber dann natürlich den Umbruch in der DDR mitbekommen. Ich war kurz in Budapest, kurz nachdem ich gelandet war, weil man konnte ja in dem Ostblock ja relativ frei reisen. Da war ich in Budapest und habe ich ja die ersten Deutschen in Budapest, am Budapester Bahnhof kennengelernt, die auf dem Weg nach Österreich waren. Damals hat ja Ungarn die Grenzen zu Österreich aufgemacht für die Deutschen. So fing ja alles an, ja. Dass die erste Deutsche praktisch über Ungarn nach Österreich gegangen sind. Und da traf ich ja schon Leute und dachte, irgendwas, ja, was ist das denn? Was ist denn da in Deutschland los? Ich glaub, da muss ich mal hin. Nein, ich war ja schon da. Ich war Westdeutschland. Ja, genau. Und ich dachte aber, ich finde die DDR so toll. Was habt ihr denn? Ja. Dann kriegte ich natürlich auch die Montagsdemo in Leipzig mit und irgendwann war ich in Berlin im November und dann war ich am Schlafen im Studentenwohnheim und dann hieß es, kam einer irgendwie mitten in der Nacht, total besoffen, du musst zur Mauer. Ich so, ich kenne die Mauer. Ja, aber die ist gefallen. Und bin natürlich alle rüber. Ja, wir waren so, was? Dann sind wir alle rüber und dann sind wir aber natürlich am nächsten Morgen sofort alle abgeholt worden. Ja. Und im praktisch so ein FDJ-Camp nach Königs Wusterhausen für eine Woche einquartiert. Mhm. Und bis sich die Sache beruhigt hatten, dann haben die uns in den entsprechenden Unis dann wieder zurückgeschickt. Alfonso, du musst ein Buch schreiben oder dein Leben muss verfilmt werden. Das ist ja so wahnsinnig spannend, was du alles erlebt hast. Das ist ja echt der Hit. Kommen wir nochmal zu deinen Aktivitäten abseits deiner Zahnarztpraxis. Ja. Vereinsgründung 1000 Nachbarn. Ja, richtig. Was hat es damit auf sich? Die Geschichte 1000 Nachbarn fängt als 100 Nachbarn an. Mhm. Ja, das war die Ursprungsgeschichte, gegründet von Justina und Mascha, zwei sehr liebevolle Mädels, die damals zum ersten Lockdown gesagt haben, wir können nicht damit leben, was im Bahnhofviertel stattfindet. Mhm. Ja, die viele Obdachlose haben keine Verpflegung mehr, die Geschäfte sind alle zu, die Leute können praktisch nicht mehr betteln, die kommen an keine Toilette dran, die kommen an kein Essen dran, an kein Wasser dran und ich bin praktisch am zweiten Tag, glaube ich, schon dazu gestoßen und wir haben angefangen dann schon Anfang 2020, jeden Tag Wasser und Essen auf der Straße zu verteilen am Bahnhofsviertel, ja, für bedürftige Menschen. Wir wollten nicht, dass irgendwann auch noch Leichen auf der Straße zu finden sind. Es war eine sehr, sehr, sehr schlimme Zeit, weil kein Mensch unterwegs war. Und es gab auch sehr viele Menschen auf der Straße, die durch den ersten Lockdown in Deutschland stecken geblieben sind. Ja, die Grenzen überall hin waren geschlossen. Es gab viele Leute aus Italien, aus Spanien, aus dem Ausland, aus Frankreich, die waren in Frankfurt, stecken in Frankfurt fest und die brauchten natürlich eine Notversorgung. Und dann haben wir mit dem Thema angefangen. Danach haben wir es in 1000 Nachbarn umgewandelt, weil es sich alles weiterentwickelt hat und machen wir jetzt auch damit weiter. Fantastisch. Alfonso Padilla hat seine Zahnarztpraxis in der Goethestraße 25. Da gehen nicht nur Kunden aus Kuwait, Saudi-Arabien, Hollywood-Stars oder Stars von hierhin, sondern auch der Student oder Kassenpatienten auch. Ja, Kassenpatienten auch. Also ich muss nicht mit dem Geldkoffer kommen. Nein, musst du nicht. Ja. Aber ich werde erstmal nicht.
Kommt drauf an, was du mit mir vorhast. Ja. War eine super, super interessante Stunde und kein Scherz, bitte schreib ein Buch, damit man alles über dich erfahren kann. Das war wirklich super interessant. Danke. Dankeschön, dass du hier warst. Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Natürlich auch im Internet zu finden, auch Instagram, Facebook und so weiter. Aber im Internet, für die, die sowas sagst, nicht haben wie Instagram und Facebook, so wie ich. www.ap-zahnarzt-frankfurt.de